was die Status der Xbox ist. Ich schätze mal PS2. Ich glaube auch PS2. Oh, Town City. Okay. Ist auch okay, I guess. Ist auch okay. Eine Stage, gut für beide Charaktere. Ja, ich dachte halt nicht, dass man mit DK unbedingt. Ja, da waren schon die ersten Towns, ich bin glücklich. Mhm. Aber ich habe nicht gedacht, dass man freiwillig gegen Lucario, vor allem als Donkey Kong, auf die Stage mit dem höchsten Ceiling nach oben geht. Abgesehen von Carlos halt. Aber Carlos ist meiner Meinung nach eher eine Casual Stage. Ja, also das meine ich auch komplett ernst. Also ich liebe Carlos, aber ich kann respektieren, wenn Leute sowas sagen. Auf jeden Fall. Und ich kann gerade wirklich nicht glauben, wie schnell Prozente fallen. Ja, es ist viel zu schnell. Und Fabel hier arbeiten einfach. Oh! Und wow. Das ist der erste Kill. Das ist der erste Kill. In 40 Sekunden. Schneller als Jan. Das haben wir seit einer halben Stunde nicht mehr gesehen. Wirklich. Aber auf jeden Fall, jetzt da ein Stock hinten ist, kann man vielleicht noch gutes Prozent aufbauen. Die Menu zuckt komplett aus für ALP Joni. ALP Joni. Der Mann ohne sein Jersey. Sehr okay, schön. Aber Purple Age macht gerade einen guten Job hier. Ja, ganz ehrlich, also Sadiki schaut gegen Joni besser aus als gegen Kiro. Oh, was ein Callout! Der Callout, dass Joni den weiter chargen wird. Joni muss so schnell wie möglich eine Antwort finden. Okay. Und das war schon mal eine decent Antwort. Das war eine gute Antwort. Und man, also. Most obvious thing to say, aber es ist halt immer noch Lucario mit Anubis-Effekt jetzt. Ja, also schauen wir mal, wie das Team weiterlaufen wird. Was? Kein F-Smash, kein Joni F-Smash. Kein Joni F-Smash. Ja, er hat gelernt, er will jetzt neue Mix-Ups machen. Das F-Smash! Wunderschön! Call out! Ich meine, was war das für ein Stock? Das war einfach Stock viel war zu schnell. Richtig clean. Der war clean, gut gespielt, schnell. Der Parry. Was macht Joni gerade? Er schmuft um ihn herum. Er schmuft rum. Auf jeden Fall, aber er ist ab 70% 80. Das ist gegen DK. Kann das sehr kritisch werden. Auf jeden Fall, die Crowd ist gerade completely in Jonis Favor. Und das war's. Oh, was? Gut gemashed, schön gemashed. Schöner Mash. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, noch ein bisschen zu langsam vom Purple Age an der Stelle. Ja, 100%. Das Game ist auf einmal even geworden. Springe. Nach, oh mein Gott, nach so einem Lead. Nein, warum High Recovery jetzt? Okay, okay. Und genau das war mein Problem mit dem Stage Pick für Purple Age. Und das Chargen und. Oh, nein! Das war's! Es ist it! Weggeworfen! Game One up, geht an Purple Age! Hart. Harter Loss. Ich hoffe. Harter Loss. Joni ist halt auch ein sehr. Also, emotional sowohl als Mensch an sich als auch als Spieler und ich befürchte echt, das können ihn jetzt ein bisschen runterziehen. Ich hoffe, ja, dass er. Bisschen. Aber ich glaube, er kann seine Composure halten. Ich glaube, sowas wird ihn nicht so schnell angreifen. Okay. Straight up das Run back von Joni. Instant Run back. Stage. Hat keine Sekunde überlegt. Gleiche Charakter. Instant in Rerun. Also das Comeback war schon insane, kann man nichts sagen, aber ich meine, er hatte den Win in der Tafel. Er hatte ihn in der Tafel, das war wirklich geschenkt. Jedoch, er hat wohl gechoked in dem Moment. Wieder Waffer Start. Oh mein Gott! Was ein Read! See you to death! See you to death, um das zweite Game zu beginnen? In 20 Sekunden. Joni wieder dann mit dem Anubis-Effekt wie vorher, also... Der hätte gleich runterspringen können, einfach Doubles-Taktik. Oh mein Gott, Doubles-Taktik in Call. Singles. Er hat sich nur nicht getraut, also er war nicht ganz confident in dem Read. Aber Purple Age mäht gerade über Joni. Oh, er wollte schon wieder diesen Read bekommen. Da kommen die Joni F-Smashes. Ja, jetzt kommen die wieder. Jetzt ist gefährlich. Oh, das sollte es nicht sein, definitiv nicht. Crowd zuckt ein bisschen zu früh aus, das killt in keiner Welt. Ich glaube, sie zuckt aus jedes Mal, wenn Joni einen Hit bekommt. Oh. Guter Trade. We don't take those. Kill? Oh mein Gott, wo war die näher? Das war eine sicke potenzielle Combo-Extension eigentlich. Schau, jetzt kein Jump. Er hat 100%, das ist sehr gut für ihn gerade. Joni passt nicht genug auf. Wenn DK kein Double Jump hat, dann muss er reingehen. Jetzt wieder. Immer. Ja, genau so. Was für Neutral B. Becker. Das hätte es perfekt gecovert. Noch ein Joni F-Smash. F-Tilt. Gut getimed. Well angled. Down angled. F-Tilt an der Kante. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das killt. Aber ich vergesse immer wieder, wie leicht Lucario im Game eigentlich ist. Ja. Im Fall der F-Row gleich wieder das Offstage landet. Down. Wollte es schon beenden.
Aber er hat seinen Donkey Punch noch immer. Ich wollte gerade sagen, er hat den Banana Slammer. Banana Slammer, den Donkey Punch. Kennst du die Donkey Kong Serie? Ja, kenne ich. Also ich habe sie mir nie angeschaut, aber ich weiß nur, dass DK scheinbar in jeder Folge so einen... Oh! Gott! Zu smart! Einfach eine Side-B so auf 50 bis 60 bekommen. Ja. Down-Tilt, kurzer Wait, wirklich ganz kurzer, ganz kurzer Wait. Ganz kurzer Wait, dass er trippt. Und dann... Into das. Dann into Banana Slammer. Banana Slammer. Ich muss mir diese dicke Serie eigentlich mal anschauen. Ich hab gehört, sie ist ziemlich trash, aber gleichzeitig. Ich habe mir nur so ein Video von Little C mal angeschaut, wo der nach jedem Lose in Elite Smash oder sowas eine Folge von der dicke Serie schauen musste. Und die hat er dann immer selber nachgemacht. Okay. Nochmal instant Salty Runback. Das Salty Runback, ich kann's verstehen. Besser auf Start als im letzten Spiel. Kein Double Jump. Er drückt wieder nichts. Ja, ist okay, I guess. Er hat 0%, er kann wenig aufbauen somit. Aber er hätte zumindest down-tilten können oder so, aber er hat sich einfach nur an der Stage position und hat Purple Age for Fear zur Stage zurücklassen. Ja, natürlich. Ja, den Grab wurde rausgerissen. Interessant, ja. Also, ich verstehe nicht ganz, warum Purple da kurz gewartet hat, bevor er gegrabt hat. Und sehr gefährliche Position. Sehr, sehr gefährlich. Wieder down-angled. Down-angled. Ja. Purple Age covert sehr viel hier gerade auch, wenn nur, dass er rumsteht einfach. Ganz ehrlich, nach dem Kiro-Set vorhin, das war nämlich schon sehr knapp, hätte ich nicht gedacht, dass... Oh mein Gott. Dass Yoni noch bleibt? Nein, hätte ich nicht gedacht, dass der Dicke von Purple Age gegen Yoni so auszucken könnte. Mhm. Sehr gewagte Side-B. Sehr, sehr. Yoni spielt gerade sehr nervös. Ja, er ist auch sehr nervös, nachdem das passiert ist. Ich meine, schau dir das an. Das ist nicht so typisch für ihn eigentlich. Ja. Jetzt wird 40 gekillt, fast 10. Und los. Fast das richtige Timing. Ja, wieder. Becke. Oh, da kommt der Downtown. Immer wenn ich den Downtown sehe, muss ich an Hikaru bei Civil War denken. Weil das ist so ein Klassiker. Das killt nicht, oder? Das killt barely nicht. Er hätte F-Smashen müssen. Ja, okay. Das wird killen, 100%ig. Stocks sind wieder even. Aber die Prozente nicht. Ja, also das juckt Lucario halt herzlich wenig, solange der Block in der Prozent-Range ist. 100 pro. Oh, da wollte er für die Ding-Dong gehen. Ich glaube, er fischt immer noch für den Grab, ja. Ja, Ding-Dong. Ding-Dong tot. Es war zu offensichtlich. Also man hat wirklich extrem gesehen, wie hart Purple gerade für den Grab gefischt hat und trotzdem spielt Yoni nicht drumherum. Ja. Er ist zu greedy. Ja, ich glaube, Yoni ist einfach nicht ready gewesen für diesen DK-Pick. Nein. Oder halt so geht. Impatient Yoni F-Smash schon wieder. Ja. Er wird einfach gerade impatient. Nein, Jump. Nein, du darfst nicht so springen. Ja, das killt halt auch nicht. Yoni muss seine Composure behalten, weil sonst wird er, genau wie wir es vorher gesehen haben, komplett gestylt und er killt einfach. Man merkt halt, wie hektisch Yoni gerade spielt. Ja, okay. Das war gut. Da hat er endlich slow gespielt. Nein, oh Gott. Ja. Mhm. 75% auf Yoni. Und Ding-Dong. Gedroppt. Nice. Almost. Okay. Es sieht echt nicht gut aus. Das war's. Well done. Honestly, erstes Game war noch sehr knapp. Die nächsten sehr, sehr zwei waren eine ziemliche Machtdemonstration von Purple Age hier.